Ein frohes neues Jahr, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Videofreunde und alle Liebhaber der ausgelassenen, aufwendigen und asiatischen Klopper-Komödienabenteuer der 80er Jahre. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Kino to Go hier im Jahr 2021 und hier bei Fred Carpet. Und diese Ausgabe, wie auch dieses Jahr, möchte ich dann auch direkt mit einem kleinen persönlichen Klassiker beginnen. Und gleichzeitig mit einem Weihnachtsgeschenk. Heute und jetzt auch die nächsten Wochen werden vermutlich erstmal ein paar Filme folgen, die ich jetzt so zwischen den Jahren oder innerhalb der Feiertage abgearbeitet habe. Unter anderem ja diese Martial Arts Komödie, über die ich heute reden werde. Dann ein Kriegsfilm, dann ein Gangsterklassiker und dann habe ich mit meinem Sohn noch einen Zeitreiseklassiker gesehen, über den ich auch gern hier nochmal ein wenig referieren möchte. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Vergangenheit und zwar mit einem Film, den, ja, ich muss es zu meiner Schande gestehen, den habe ich tatsächlich für sehr lange Zeit aus den Augen verloren. Dabei habe ich ihn in meiner Jugend wirklich rauf und runter geguckt. Er war wirklich eine doch recht lange Zeit ein sehr intensiver Bestandteil meiner Filmjugend. Und ich habe mich jetzt im Zuge von Weihnachten oder beziehungsweise in Folge von Weihnachten und in Folge des Geschenks, das meine Frau mir gemacht hat, habe ich mich ernsthaft gefragt und musste wirklich überlegen und grübeln und bin auch zu keiner Lösung gekommen, warum und wie ich diesen Film so aus den Augen verlieren konnte. Den hatte ich als VHS und ich habe ihn wirklich immer wieder in den Player reingeschoben. Und dann mit Aufkommen des DVD-Zeitalters habe ich ihn so wirklich nicht nur aus den Augen verloren, sondern auch so aus dem Bewusstsein. Wenn jemand mich darauf angesprochen hat, ja cool, dann ist er mir sofort eingefallen, dann sind mir sofort Zitate eingefallen, dann sind mir sofort Szenen eingefallen und irgendwelche geilen Stunts und Action. Aber so das Bewusstsein, dass ich diesen Film jetzt nochmal unbedingt im Regal brauche, das habe ich irgendwie über sehr lange Zeit einfach nicht gehabt. Und ich kann es mir, wie gesagt, auch nicht erklären, wie das sein konnte. Aber ich habe zum Glück eine fantastische Frau und die muss wieder mal meine Letterbox-Listen oder irgendwas anderes durchstöbert haben und ja, hat diesen Film für mich entdeckt oder dieses Bootleg für mich entdeckt. Ja, ein Film namens Shanghai Police, zu Deutsch die wüsteste Truppe der Welt. Und der ist hierzulande nie offiziell auf DVD erschienen, sondern eben nur in Form solcher Bootlegs. Dieses Bootleg ist von Eyecatcher. Und ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Aber bevor ich jetzt hier schon wieder zu viel rede und hier in den richtigen Schwall gerate, ich habe einen richtig langen Text dazu verfasst. Den werde ich hier gleich runterbeten. Vorher bete ich aber einmal kurz die offizielle Inhaltsangabe des Films runter. Denn hier geht es um, ja, Ching Fong Ting, ein liebenswerter Gauner. Und der möchte in einer kleinen Stadt ein Bordell eröffnen, seine Heimatstadt. Um an Kundschaft zu gelangen, sorgt er dafür, dass der Shanghai Express an dieser Stadt nicht vorbeifahren kann. Somit müssen alle Reisenden vor Ort bleiben. Soweit, so gut. In dem Zug befinden sich aber auch drei japanische Diebe, die ein chinesisches Kulturgut gestohlen haben. Und eine Bande von anderen Räubern, die versuchen, dieses an sich zu bringen. Dann gibt es noch einen Kopfgeldjäger, der Fong Ting fangen will, einen Feuerwehrmann, der zum Polizeichef wird und eine Bande diebischer Ex-Polizisten. Und viele, viele mehr. Das ist die Geschichte, oder? Die Story von Shanghai Police, die wüsteste Truppe der Welt. Sperrt die Lauschlappen auf, bringt die Glotzmuskel in Stellung und hängt mal wieder die Gardinen ins Oberstübchen. Jetzt folgt eine These, die ist so steil wie eine Monatskarte beim ersten FC Köln. Uns allen fehlt noch ein Begriff für liebenswerte Rumpelkunst. Also für diese Filme, die zu viel richtig machen, um nur ein Guilty Pleasure zu sein. Ja. Die, ja, dann aber auch gleichzeitig zu grob, zu schief, zu speziell,
oder auch zu unfokussiert sind, um mehr oder weniger abgenudelte Begriffe wie Meilenstein, Klassiker, Meisterwerk, 1A-Streifen, ja, oder halt auch Kult zu rechtfertigen. Also Filme, die zu gut um schlecht, zu verbeult um gut und zu bezaubernd, um jemals egal zu sein. Filme, die mehr sind als ein sündiges Vergnügen. Für mich sind es so Titel oder Filme wie zum Beispiel Monster Busters. Ja? Oder Mad Mission. Oder Ruskies ist auch so ein Film. Oder Godzilla, der Urgigant. Auch stark. Ja? Oder Ninja Kommando. Und Love in the 45 ist auch so ein Film. Love in the 45 mag ich auch liebend gerne. Oder unter gewissen Aspekten dann auch Tremors. Ja? Die Filme lassen sich, keine Frage, die lassen sich alle auch als ja, B-Film, Genrewerk, halbgar, schlecht. Natürlich kann man auch Camp oder Guilty Pleasure sagen. Und wenn man dann ganz wenig andere Möglichkeiten hat oder gar keine andere Möglichkeit hat, kann man auch kann man sie auch als Kult bezeichnen. Aber das trifft meiner Ansicht nach nie völlig den Kern. Ja? Denn das sind Filme, die für mich immer gehen, die in 0, nichts in vergangene Zeiten schleudern, als, ja, als die Welt noch ein bisschen einfacher war, die das Versprechen einlösen, in eine Welt zu entführen, die so viel anders ist als die eigene und die dann halt so eine Art Geborgenheit geben, die Trost spenden, die das sind, was Rosebud für Charles Foster Kane war oder eben Remis Ratatouille für Anton Ego. Und ja, genau solch ein Film ist für mich auch Shanghai Police, die wüsteste Truppe der Welt. Oder auch Millionärsexpress, wie er eigentlich heißt. Knapp zusammengefasst ist das ein Martial Arts Western von und mit Regisseur Sammo Hung. Oder Sammo Hung, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ich werde jetzt Hung sagen, denn ich sage auch wahrscheinlich sehr oft Jackie Chan, anstatt Jackie Chan. Dementsprechend Sammo Hung. Und ja, Shanghai Police könnte man auch problemlos The Good, The Fat and The Furry nennen. Oder The Wild Buster Keaton Bunch. Sie kannten kein Hochdeutsch. Ich kann unmöglich sagen, wie oft ich die VHS dazu in irgendeinen Videorekorder geschoben habe. Ich weiß nur, dass das Gefühl ab der ersten Ansicht immer das gleiche war. Ja, du schiebst die Kassette in die Öffnung, es macht diese komischen Klack- und Spanngeräusche und du lässt den Lizenz- und Altersfreigabescheiß über dich ergehen. Ja, und danach stand die Welt für gut 82 Minuten still. Ja, warum 82 Minuten, das erkläre ich gleich noch, aber sie war weg, sie stand still. Ja, denn es gab auf der Mattscheibe vor mir so viel Tolles zu erleben und zu erledigen. Ja, ein Zug musste zum Halt in einem Provinzkaff gebracht werden, ein Hotelbordell musste mit Kunden befüllt werden und ein nationales Heiligtum musste mittels Massenkeilerei erobert werden. Bei diesem Heiligtum handelt es sich übrigens um die Karte zum Grab des Umleitung. Warum, wieso, weshalb, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Und ja, alles in allem, das ist im Groben und Ganzen eine wilde Stuntshow, die den Weg zur großen finalen Beulerei mit allerlei Zitaten und bekannten Stilmitteln bewältigt. Das heißt, hier treffen die Komik und der Slapstick aus Buster Keaton oder Charlie Chaplin Stummfilmen auf diese Western von gestern oder generell auf diese Western-Action, die ein ja, unter anderem Mann namens Yakima Kanut, hieß der, so groß gemacht hat. Ja. Und das Ganze wird dann garniert mit den Klängen, mit den Motiven, mit den Bildern oder mit den Figuren, die dann halt an
Filme von Sergio Leone oder Sam Peckinpah erklären. Ja, gleich nochmal, wo man sowas zum Beispiel wiederfindet. Und das Ganze wird dann noch kombiniert mit ein bisschen eigener chinesischer Filmhistorie, wo dann auf ja, bekannte Figuren des Martial Arts Kino Bezug genommen wird. Dann gibt es noch ein bisschen braven Erotik-Klamauk, ja, gehört halt dazu. Und es gibt natürlich ordentlich aufs Maul. Also es gibt natürlich ordentlich Kampfkunst, also jede Menge Kampfkunst. Und das Ganze wird halt dann veredelt, ich kann es nicht anders sagen, durch eine, ja, Schnodderdeutsch-Synchro, die selbst so Schnodderdeutsch-Könige wie das Söldnerkommando neidisch machen. Die aber auch nicht frei von Fehlern sind, ja. Also ich meine, ich glaube, das ist schon einfach ein gewisser latenter Rassismus, der hier mit eingeflossen ist, wenn Figuren halt Fang an, Lang hin, Karton, Ballon, Kudung und so weiter heißen. Es ist vielleicht naiv, es ist unbedarft, aber es ist schon irgendwo halt auch, ja, geprägt von einer gewissen Art und Weise, die heutzutage nicht mehr möglich ist. Aber da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Also, das alles, ja, bedeutet, dass Leute über Züge oder Dächer kraxeln, um sich heimlich mit ihrer Geliebten zu treffen, nachdem sie ihrer dicken Ehefrau, Ballon, was von Kaumuskelübungen erzählt haben. Und das hat zur Folge, dass der abtrünnige Ortspolizeichef mit einer Magnetweste ja, sich an einen fahrenden Zug heftet, den er überfallen möchte. Und das bedeutet, dass es da so ein ja, Jerry Lewis-Schaffner gibt, der diesen unfreiwilligen Halt in dem Heimatstädtchen von Fang An, so wie er in der deutschen Synchro heißt, also von Sammo Hung, die halt diesen ungewollten Stopp dazu nutzen, um eben mal im Hotel ein kleines Schäferstündchen abzuhalten. Und das bedeutet, dass Fang An, der Bordellbesitzer, und Lang Hin, der Clint Eastwood Blondie-Klon, der Fang An eigentlich Fang N will, haha, dass die am Ende mit einer Gatling-Gun durch ja, die Reihen von Multikulti und Multiskill-Banditen flügen. Herrlich! Für all das holt Regisseur Sammo Hung ein Ensemble zusammen. Das kann man eigentlich nur als Crème de la Crème der damaligen Hongkong-Action-Blütezeit bezeichnen. Ja, da waren unter anderem sehr viele Darsteller oder Veteranen der sogenannten Lucky Stars-Filmreihe am Start. Für den Klamauk und die Komik waren dann zum Beispiel Richard Ng oder Eric Zhang zuständig. Ersteren, den kennt man, weil der mal irgendwann dann beim ersten Tomb Raider mit Angelina Jolie landen sollte. Und letzteren kennt man unter anderem als kleinen großen Gangsterboss in Infernal Affairs. Aber tatsächlich hat der auch schon die beiden ersten Mad Mission-Filme inszeniert. Ja, so schließt sich der Kreis. Und darüber hinaus waren noch zwei andere Lucky Stars-Veteranen am Start, nämlich Sammo Hung und Yuen Bao, die beiden, ja, Schauspielschüler der Peking Opera School, auf die sie zusammen mit Jackie Chan gegangen sind. Und Corey Yuen und den anderen Yuen habe ich vergessen. Auf jeden Fall waren die für die akrobatische Action zuständig und liefern sich dann auch gleich den besten Fight im Film, nämlich an einem Bahnhof irgendwo in der Mitte. Und bei dem hat Sammo Hung Yuen Bao wohl so hart gegen die Brust getreten, dass der Beatmungshilfe brauchte. Ja, da gibt es diesen einen Sprung, da springt er von dem Bahnsteig runter in Richtung Sammo Hung, der irgendwo auf dem Boden steht. Und der macht einen Drehkick und trifft Bao völlig frontal und brutal in die Brust. Und der fliegt daraufhin erstmal so ein richtig gutes Stück nach hinten. Und ich kann mir vorstellen, dass das der Kick war, denn das sieht schon sehr schmerzhaft aus. Aber eben ist auf professionell höchstem Niveau und ja, deswegen einfach nur eine geile Szene. Sammo Hung hat es dann aber auch noch geschafft, das Stunt-Double von Biao ernsthaft zu verletzen. Ja, was den Dreh nochmal zusätzlich ein bisschen heikel gemacht hat. Weil nach diesem Kick gegen die Brust musste erstmal das Stunt-Double ein bisschen übernehmen für Biao. Also der hat den halt wirklich mehrfach gedoubelt.
Und naja, der wurde dann halt irgendwann, oder das Stunt-Double wurde dann halt irgendwann von Hand am Rücken verletzt und konnte dann auch nicht mehr weitermachen. Gut, so viel dazu. Jetzt kommen ein paar Namen, die muss ich alle ablesen, denn sie sind viel zu kompliziert, als dass ich sie mir einfach so merken kann. Flankiert werden die beiden von weiteren Profikloppern wie Dick Wei. Den kennt man als Piratenchef Sam Pao aus Der Superfighter oder Project A mit Jackie Chan. Dann war da aber auch noch Hawang Yang Li dabei. Den kennt man als der Donnerfuß aus Drunken Master oder eben sie nannten ihn Knochenbrecher. Dann gab es da Cynthia Rothrock. Die kennt man als China O'Brien. Dann war Richard Norton mit am Start. Den kennt man als Ex-Flamme von China O'Brien. Dann gab es da, ja, Yasuaki Kurata. Das ist einer der Killer aus Power Man 2. Und ganz, ganz großartig, Yukari Oshima. Die ist ja, oder beziehungsweise die Splatter-Trash-Fans werden sich vielleicht erinnern, die ist unvergessen als Westflügel-Chefin Rogan oder Huang in Story of Ricky. Ja. Okay. So, dazu gibt es dann noch Rosamund Kwan. Die kennt man aus Once Upon a Time in China. Da muss immer Jet Li darauf aufpassen, dass ihr nichts passiert. Und die darf noch ein bisschen mit den Wimpern klimpern. Und bevor man dreimal geblinzelt hat, hat man auch schon den Auftritt von Bolo Yang. Zhong Li, verpasst. Ja. Und trotzdem muss man jetzt sagen, diese Star Power und eben gerade dieser hohe Anteil an Lucky Stars Darstellern wirft natürlich ein paar, also diese beiden Elemente werfen natürlich ein paar berechtigte Fragen auf. Wo ist Jackie Chan? Warum war der bei solch einem prestigeträchtigen Projekt oder aufwendigen Projekt nicht mit dabei? Ja, darüber kann ich an dieser Stelle nur Vermutungen anstellen. Ja? Deswegen nicht für bare Münze nehmen. Aber wenn man sich mal so die Drehpläne und Release-Termine oder beziehungsweise Releases anschaut, vermute ich einfach, dass Jackie Chan vor allem keine Zeit gehabt hat. Der war zu beschäftigt. Man muss sich mal vorstellen, im Jahr zuvor, also 1985, kamen allein 5 Filme von und mit Jackie Chan raus. Darunter eben 2 Lucky Stars-Filme. Die heißen hierzulande halt anders. Die heißen hierzulande Tokyo Power Man und Power Man 2. Frag bitte nicht warum. Ja? Der erste ist Winners and Sinners, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und dann gibt es halt Tokyo Power Man und Power Man 2, die heißen eigentlich auch ganz anders. Und die sind aber halt, wie gesagt, die Filme der Lucky Stars-Reihe. Und 2 davon kamen 1985 raus und dann eben auch Police Story, den er, also Jackie Chan, selbst inszeniert hatte. Und Hang, also Sammo Hung, musste schon bei Power Man 2 den Endkampf übernehmen, ja, weil sich Jackie Chan beim Dreh von Police Story verletzt hatte. Und dann gab es da eben halt noch den rechten Arm oder der rechte Arm der Götter. Also es gab den rechten Arm der Götter oder es gab eben den Filmtitel Der rechte Arm der Götter. Kompliziert, kompliziert. Arm of God heißt der im Original oder auf Englisch. Und der erschien wie Shanghai Police ebenfalls 1986. Und ich vermute, der wurde einfach in einem ähnlichen Zeitraum gedreht. Und er hatte halt diesen legendären, schweren Unfall. Jackie Chan zog sich bei einem Stunt, ja, er wollte über eine Mauer springen und einen Ast greifen. Der Ast ist abgebrochen und er ist auf einen Felsen geknallt. Und er zog sich bei diesem Stunt ein böses und halt auch dauerhaftes Loch im Kopf zu. Ja. Da ist jetzt ein Pfropfen drin. Also wirklich, der hat ein Loch im Kopf und da steckt halt so ein Stöpsel oder so ein Korken drin aus Plastik oder keine Ahnung. Und damit ist der Mann halt wirklich, seitdem kann er auch nicht wirklich, also kann auf einem Ohr nicht mehr richtig hören und das war halt wirklich ein schwerer Sturz und davon musste er erstmal genesen. Und nach der Genesung, ja, musste er halt die Regie von Armor of God übernehmen. Für oder von Eric Zhang. Ja, und so schließt sich wieder der Kreis. Ja. Eric Zhang hat dann wahrscheinlich bei Millionärsexpress, also bei Shanghai Police, drehen müssen und konnte deswegen die Regie von Armor of God nicht weiterführen oder von Der rechte Arm der Götter. Das war vielleicht einfach nur ganz normales und fluides Lucky Stars oder eben
Peking Opera School Business. Bist du hier nicht, bist du da. Ja? Und man muss ja auch sagen, immerhin hat es dieser Cantopop-Sänger Kenny B, der hier diesen Kopfgeldjäger spielt, und Rosamund Kwan, die haben es tatsächlich in beide Filme geschafft. Die waren sowohl in Shanghai Police als auch in Der rechte Arm der Götter. Was wohl dann halt auch den jeweiligen Aufgaben geschuldet ist oder war. Also Kenny B hatte keinen wirklich großen Auftritt in Der rechte Arm der Götter. Und Rosamund Kwan eigentlich auch nicht. Also da kann ich schon verstehen, dass die zwischen zwei Sets hin und her geflogen ist. Und trotzdem möchte ich mich jetzt noch mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und etwas gewagter spekulieren. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich hier bei dem Dreh von Shanghai Police oder überhaupt bei der parallelen Geschichte, also überhaupt, dass halt Shanghai Police und Der rechte Arm der Götter gleichzeitig irgendwie entstanden sind, dass sich da schon erste Risse in der Freundschaft dieser Schauspielschulbrüder bemerkbar gemacht haben. Ja, nochmal zur Erinnerung, Chan, Sammo Hung, Yuen Bao, Curry Yun und den fünften habe ich leider vergessen, die waren alle auf dieser Peking Opera School, die mussten alle einen Yuen-Namen annehmen aufgrund des Meisters, der halt auch Yuen hieß. Und das waren eigentlich dicke Kumpel, die sind zusammen jetzt halt, haben zusammen Filme gemacht und sind zusammen bekannt und auch erfolgreich geworden. Aber ja, man muss es mal so sagen, für seine recht kurze Laufzeit vereint Shanghai Police tatsächlich sehr viele und einfach zu viele Stars vor der Kamera. Und das heißt, für den einen gibt es etwas mehr und für den anderen gibt es etwas weniger Screentime. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Hang damals schon gedacht hat, naja, so ein Jackie Chan, der ist jetzt im Begriff, zum Superstar aufzusteigen. Das hätte wahrscheinlich mehr geschadet als genützt. Der hätte wahrscheinlich mehr Screentime eingefordert und das wäre vielleicht nicht gegangen, weil da noch andere Leute waren oder weil, naja, er hätte es vielleicht einfach unnötig kompliziert. Und man muss ja dann auch sagen, spätestens nach Action Hunter, ein Film, der dann 2 Jahre später, 1988, erschienen ist und auch, ja, echt diverse Probleme beim Dreh hatte, danach sind die halt erstmal getrennte Wege gegangen. Eben weil sie bei dem Dreh so Probleme hatten. Da kam dann Sammo Hung mit einem Stunt-Team an und Jackie Chan kam mit einem Stunt-Team an und beide haben sich so ein bisschen darum, ja, gebettelt, wer jetzt halt die besseren Stunts kriegt und ausführen darf und mehr Screentime und so weiter und so fort. Und hinzu kommt noch, dass sie völlig untypische Rollen für ihre aufgebauten Personas, sage ich mal, gespielt haben. Aber das ist eine andere Geschichte, kann ich auch nochmal gerne drüber erzählen. Auf jeden Fall, nach diesem Film sind die Brüder getrennte Wege gegangen. Also da hatten die erstmal nichts miteinander zu tun. Aber sei es, wie es gewesen ist, mir egal, an meiner Liebe zu Shanghai Police ändert es nichts. Auch nicht nach all den Jahren und all den Internetfakten. Ja? Das durfte ich nun dank meiner wundervollen Frau an Weihnachten erneut feststellen. Denn ja, sie hat mir halt dieses auf 500 Stück limitierte Bootleg, DVD, muss man dazu sagen, DVD-Bootleg, es gibt noch keine Blu-ray, von Eyecatcher geschenkt, womit ich jetzt wieder auch zurück bin bei diesen 82 Minuten, von denen ich vorher schon erzählt hatte. Dieses Bootleg hier, also diese Edition, die enthält nicht nur den Kinocut, ja, diese 82-Minuten-Fassung, die ich bisher mein ganzes Leben über kannte. Schande über mich, ich weiß. Sondern die enthält halt auch die Uncut-Fassung mit ganzen 97 Minuten inklusive Abspann, muss ich dazu sagen. Ja. Aber 97 Minuten. Nun lässt sich darüber diskutieren, ob diese knappe Viertelstunde wirklich sein muss. Ich will es auch nicht abstreiten. So wirklich Wesentliches fügt sie der an sich schon konfusen Story nicht unbedingt hinzu. Und ey, wer ohnehin nur auf Action und Klamauk aus ist, der, ja, der wird diese Straffung auch echt begrüßen. Trotzdem habe ich mich über die Zusatzminuten gefreut, denn sie geben Fang An oder halt Ching Fong Ting und seinen Prostituierten etwas mehr Screentime und vertiefen dann auch deren Beziehung und auch deren Geschichte. So erfahren wir jetzt zum Beispiel, dass der Bürgermeister der Stadt eigentlich Fang Ans Onkel ist. Das hat man vorher nie gewusst oder nie erfahren.
Darüber hinaus gibt es eine Szene, in der die Damen einen der Ersatzpolizisten oder eben Ex-Feuerwehrmänner im Knast austricksen. Und wir erfahren, dass zwischen der Szene, in der Rosamund Kwong auf der Straße absichtlich hinfällt, damit die Feuerwehrleute sie aufheben, und ihrem Kuss mit Yuen Bao, dass sich da eigentlich noch eine etwas längere Bordellgelaber- und Geschmachte-Szene befindet. Letzteres, oder das da, diese Szene oder dieser Block, der da entfernt worden ist und der jetzt wieder drin ist, das fand ich sehr erhellend, weil ich fand schon immer etwas merkwürdig, dass sie halt eben noch auf der Straße steht und den Polizisten hinterherflucht. Und in der nächsten Szene sieht man schon, wie sie aus dem Hotel gerannt kommt und dann von Yuen Bao irgendwann geküsst wird. Und jetzt in der Uncut-Fassung sieht man halt, dass sie halt vorher noch im Hotel zusammensitzen und dann so ein bisschen über die Herren oder die Männer in der Stadt rumschmachten. Dann kommt Sammo Hung dazu und Yuen Bao stößt auch noch hinzu und haut dann irgendwann ab. Und Sammo Hung beauftragt Rosamund Kwon damit, dass sie ihn ablenken soll. Und dann kommt erst die Szene, in der sie aus dem Hotel gerannt kommt und die beiden sich dann küssen. Wie gesagt, fand ich vorher immer etwas merkwürdig. Aber noch viel merkwürdiger fand ich die Entscheidung der Zensoren oder des Verleihs oder von wem auch immer, den ersten Auftritt der Gangster rauszuschneiden oder zu entfernen. In der Uncut-Fassung kommt der direkt nach dem Auftakt mit Sammo Hung und Kenny B in Russland. Und bei diesem Auftritt, bei diesem ersten Auftritt, erklären die Banditen bereits ihren Plan und wieso und warum die Karte geklaut werden muss und wer dafür wie viel Geld bekommt. Und direkt danach kommt eine Szene, in der bringt Fong Tin dann seine Girls dazu, ihm in seine Heimatstadt zu folgen. Und ich verstehe wirklich nicht, oder es ist mir unbegreiflich, wie man so eine strukturierende Information oder so strukturierende Informationen, wie man die halt einfach entfernen kann. Denn ehrlich gesagt, ich war schon echt immer ein bisschen verwirrt. Da ist dann Russland, plötzlich ist man in der Stadt, dann sind da die Banditen, die sagen, wir fallen in den Zug. Man sieht, wie die Japaner in den Zug einsteigen und noch tausend andere Leute. Und das fühlte sich alles, ja, einfach lücken- oder fehlerhaft an. Und jetzt, finde ich, ergibt es alles doch ein bisschen mehr Sinn. Aber egal. Oder eben alles halb so wild. Denn ich habe die Szenen ja jetzt sehen können. Und ich kann sie jetzt auch mein eigen nennen. Allerdings muss ich trotzdem einen Kritikpunkt anbringen, hier mal. Denn diese neuen oder diese entfernten Szenen, die wurden nicht nochmal neu synchronisiert oder nachsynchronisiert, die wurden nur untertitelt. Und diese Untertitel sind furchtbar. Ja? Sie befleißigen sich nicht nur einer Grammatik, dass es einer Sau graust. Sie versuchen darüber hinaus auch noch, das Schnodderdeutsch zu imitieren. Also ich glaube, sie versuchen das Schnodderdeutsch zu imitieren. Und das geht nach hinten los, ja. Das liest sich genauso unmöglich wie die Idee, dass man nochmal alle Sprecher vor dem Mikrofon vereint, um die Szenen neu einzusprechen. Ja. Aber auch dazu sage ich, egal. Denn ich habe mich so sehr über die alte Synchro gefreut und habe festgestellt, ich kann die halt immer noch so sehr abfeiern wie mitsprechen. Und Sätze wie, wenn du noch einmal Flittchen zu meinen Nutten sagst, dann knallt's aber gewaltig oder erschießen sie den, der sowieso bescheuert, die feuern mich einfach schneller in meine Kindheit zurück, als ich Pfiff des wilden Nasendrüßlings gesagt habe. Es ist, wie es ist. So etwas macht heutzutage keiner mehr. Dafür fehlt die, ja, die leck mich am Arsch, ob das Sinn ergibt, Einstellungen der alten Tage. Und dafür fehlen leider auch zu viele Stimmen der alten Tage. Da weilen ja nun einige Damen und Herren einfach nicht mehr unter uns. Und dafür sind wir inzwischen auch politisch zu korrekt. Also solche Gags, dass man als Asiate ja nicht gelb ist, sondern eher ins Bräunliche spielt, die waren schon damals nicht richtig und die sind heute halt einfach undenkbar. Und gegen diese schlüpfrigen oder sexistischen Späßchen, die hier betrieben werden, ja, da muss man auch fairerweise zu sagen, dagegen wirkt selbst das fünfte American Pie Spin-off wie der letzte Busty Milf Orgy Clip bei Brothers. Ja. Aber nach wie vor ein Rätsel bleibt mir die Synchronisation von Yuen Bao.
Ich verstehe nicht, was man hier gemacht hat. Der wird am Anfang, als er noch Feuerwehrmann ist, wird er von Hans-Georg Pantschak gesprochen. Das ist die deutsche Stimme von Luke Skywalker. Ja? Und dann, wenn er Polizist ist, spricht ihn Christian Tramitz. Das ist die deutsche Stimme von Captain Kirk. Oder von Marlin aus Findet Nemo. Ja? Um mal ernst zu bleiben. Und ich hoffe inständig, ich hoffe wirklich inständig, dass das krankheitsbedingte oder berufliche Gründe hatte. Ja? Und ich hoffe inständig, dass da niemand irgendwas aufgrund des Aussehens von Yuen Bao verpeilt hat. Und ich hoffe, meine Spekulation bewahrheitet sich nicht. Ja? Aber gut, weiter im Text. Ja? Das mag man jetzt nun alles albern, plump oder ungehobelt finden. Oder so subtil und sexy wie eine Folge Benny Hill. Und ich muss auch zugeben, gerade die Kinofassung, die wird durch diese lediglich 7 Schnitte, die da gemacht wurden, wird die schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Denn diese Schnitte entfernen vor allem größere Szenenblöcke. Und dadurch wirkt dieser Film, der zu Beginn ohnehin wie eine Reihe von Sketchen oder Stunts wirkt, dadurch wirkt er einfach noch verhacktschickter oder unsauberer, als es sein muss. Trotzdem muss ich auch sagen, nachdem ich jetzt die Langfassung gesehen habe, auch der fehlt es ein wenig an Fluss und Vollständigkeitsgefühl. Ja, ich habe immer noch so das Gefühl gehabt, dass hier und da ein paar Szenen fehlen oder hier und da ein paar Sachen nicht erklärt worden sind, die eigentlich gedreht wurden. Und ja, das fand ich halt dann doch ein bisschen schade. Also, dass man da irgendwie dann nicht drauf vertraut hat, dass es das noch für weitere Minuten trägt. Dafür ist dann aber halt noch ein bisschen Platz für Patriotismus, denn immerhin wurde das Heiligtum von 3, ja, verschlagenen Japanern gestohlen. Und trotzdem, ja, wieder ein Trotzdem, und unter Berücksichtigung all der Jahre, die ja, dieser Film jetzt auf dem Buckel hat, muss ich auch sagen, nichts davon fühlt sich wirklich jemals so richtig böse, gemein oder ärgerlich an. Und ich habe es ja bereits schon mal gesagt, wenn, dann eigentlich eher nur gnadenlos naiv. Das kann man alles dem Film durchaus ankreiden. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber auf der anderen Seite, und damit wäre ich bei dem, was mich nach all den Jahren immer noch fasziniert und begeistert, ist dieser Film halt auch gnadenlos professionell. Ja? Und das, was mich begeistert, ist eben das, ja, das Action-Abenteuer, das so viele Genres vermischt. Das Handwerk, das keine körperlichen Grenzen zu kennen scheint. Die Kulissen, die so schön zerlegt werden. Die Musik, die mal schamlos Morricone kopiert, dann aber auch oftmals eigentlich viel zu groß für diesen Film wirkt oder klingt und dann wieder so herrlich chinesisch schmonzig ist. Ja, also dieser Song am Ende, der trieft vor Kitsch, aber ich finde ihn großartig. Ich finde ihn einfach großartig. Und darüber hinaus mag ich diese weiten Frames, durch die Leute von einer Ecke des Raums in die andere Ecke gekickt werden. Oder die in einem Take zeigen, wie Yuen Bao einen Salto mit halber Schraube von einem brennenden, zweistöckigen Gebäude macht und am Boden landet und dann direkt in den nächsten Dialog läuft oder in seine Szene läuft. Ja? Also Hut ab. Und der ganze Film, der zeigt ohnehin viel mehr Menschen, die von einem Dach springen oder fallen, als andere Filme Kaffeetrinker. Ja? Und diese weiten Frames, die halt dann auch den Stunts, die, ja, die staubig-epische Breite eines Spaghetti-Westerns verleihen. Das finde ich halt einfach toll. Und aus all dem entsteht dieses furiose Bewegungskino, das ich einfach so mag, kombiniert mit viel Quatsch, den ich ja nach wie vor mit Kinderaugen genießen kann und gekrönt von so vielen Menschen, die mich meine ja, Filmjugend über begleitet haben. Allen voran Sammo Hung oder Hang. Ja, wirklich, der Typ hat mir schon imponiert, seit ich ihn das erste Mal habe kämpfen sehen. Ja,
dass der mit seiner Körperfülle so akrobatisch, so kräftig und so gelenkig und so schnell und alles wirkt und so viel coole Stunts auch selbst absolviert hat, das fand ich immer beeindruckend. Jackie Chan war ja auch nun mal halt ein großes Vorbild, ja, ich weiß nicht, Vorbild, war auf jeden Fall ein großer Einfluss. Den hat man ja so als Ersten kennengelernt, aber über Jackie Chan hat man dann halt auch die Jungs aus der Peking Opera School mitbekommen. Und Sammo Hung war der, der halt natürlich am meisten rausgestochen hat, eben durch seine Körperfülle, aber auch durch seinen Humor, durch die Figuren, die er verkörpert hat und eben auch durch, ja, seine Kampfkunst. Wenn der da mit seinen zwei, ja, Schlagstöcken durch die Menge pflügt oder die Menge dividiert, sagen wir es mal so, das sieht heftig aus und es sieht schmerzhaft aus und es macht trotzdem Spaß. Ja? Es ist halt so ein bisschen eine Over-the-Top-Form der Bud Spencer und Terence Hill-Gewalt, würde ich jetzt mal so flachs formulieren. Naja, und dann ähnliches gilt auch für Cynthia Rothrock. Es ist wirklich schwierig, diesen Namen mit so viel THs auszusprechen für mich. Es tut mir sehr leid. Aber bei der fand ich auch immer cool. Die prügelt sich so selbstverständlich wie knallhart durch diese ganzen Filme. Und die war halt einfach immer da. Und die war genauso tough und die war genauso schnell und die war genauso, ja, ich sage jetzt mal, schlagkräftig wie all die anderen Jungs. Und hat da einfach reingepasst irgendwie. Das habe ich nicht in Frage gestellt. Und hier auch bei diesem Film, ne? Ich meine, da gibt es die Überlieferung, dass sie dem Stunt-Double von Sammo Hung so hart gegen den Kopf getreten hat, dass der aus dem Ohr geblutet hat. Also, ne, die Frau, wie gesagt, die hat ihren Mann in diesen ganzen Filmen gestanden und das fand ich super. Und genau wie sie erarbeitet sich dann auch Yukari Oshima, wir erinnern uns, Story of Ricky, Rogan, Huang, die erarbeitet sich halt auch ein paar richtig schöne Szenen. Also die hat gerade so ein, zwei Schwertkampfmomente, wo sie gegen gleich mehrere Leute antritt und das macht sie super, meiner Ansicht nach. Ja, gerade dieses kühle, kalte, präzise, was sie immer ausstrahlt. Das hat mir schon damals gefallen und es gefällt mir immer noch. Und ich finde es toll, dass die Frau, obwohl da so viele Alpha-Tiere um sie herumschwirren, dass die da ihren Platz bekommt und natürlich dann auch ordentlich Kicks und ja, Schwerthiebe und sonst irgendwas verteilen darf. Und natürlich will ich auch nochmal Richard Norton erwähnen. Den habe ich auch immer gern gesehen in all seinen Filmen. Egal wie, naja, ich sag mal so, in all diesen 80er Jahre Kampfsportfilmen, wo er halt mit den asiatischen Profis zusammengearbeitet hat. Ich sag mal so, seine amerikanischen B-Filme, die waren dann nicht irgendwie so meins, aber trotzdem diese chinesischen herrlich. Und dieser Kampf, der so viel Wucht wie Witz hat gegen Kurata, der dann immer versucht, hier mit seinen Händen, seinen gefalteten Händen die Situation zu analysieren, den möchte ich nicht vergessen, der muss auch nochmal positiv hervorgehoben werden, der war auch super. Und dann aber auch der Kampf zwischen Dick Wei, ein Taekwondo-Spezialist, den man, ja, den haben wir ja schon erwähnt, den man als Sampao aus Project A oder eben der Superfighter kennt. Sein Kampf mit Yuan Bao, das sind auch ein paar herrliche Moves und Kicks, die sie da vollführen. Das ist richtig schnell und es tut auch richtig schön weh. Und dementsprechend, ja, das sind halt dann die Momente, das sind diese Leute, das ist dann halt diese Art der Action-Inszenierung, die mich auch nach all diesen Jahren immer wieder zum kleinen Jungen macht und fesselt. Und so, nach einer solchen Wortschlacht haben Krieger Ruhe verdient, sage ich jetzt mal. Und natürlich auch die Leser oder Zuschauer. Und deswegen komme ich jetzt mal zu einem Abschluss. Shanghai Police ist für mich eine Perle, ein seltenes Juwel der Beulenkunst. Einfallsreich, einflussreich und nahezu einzigartig. Ja, kann man schon mal so behaupten. Stunts, Slapstick und sinnlose Sprüche galore. Ein Kampfkunst-Comic-Western- und Ensemble-Film, wie er heutzutage einfach nicht mehr gemacht wird. Und obwohl mir jetzt ja immer noch der passende Begriff für einen solchen Film fehlt, kann ich nur sagen, er ist ein Stück Jugend. Er ist ein Trostspender, der erinnern und ja vergessen lässt. Also ich habe wirklich diese 97 Minuten gebannt vor der Kiste gehockt und habe halt einfach den Daniel wieder einen kleinen Jungen sein lassen. Das fand ich schön. Und deswegen ist dieser Film eine meiner Zeitmaschinen. Ja? Liebenswerter Schund oder eben mein wüster Schatz. Tatsächlich kann ich aber auch dann nochmal zum Abschluss ein paar Worte zur audiovisuellen Präsentation des Films verlieren. Denn obwohl das hier
nur eine DVD ist. Kann man sagen, ist das Bonusmaterial ordentlich, denn entweder betrachtet man die Kinofassung als Bonusmaterial oder die Uncut-Fassung. Und so gesehen hat man zwei Filme zum Preis von einem. Nein, das ist gelogen, aber man hat tatsächlich 15 Minuten mehr und das sehe ich irgendwie mal als Bonusmaterial an. Darüber hinaus gibt es eine Bildergalerie, es gibt nochmal den englischen Abspann, warum auch immer. Es gibt den deutschen Trailer, der wirklich grausam aussieht. Und ja, ich glaube nochmal den englischen Trailer oder den Original-Trailer. Und das bringt mich dann halt eben genau zu dem, was nicht grausam aussieht, nämlich der Film an sich. Sowohl die Uncut-Fassung als auch die Kinofassung und sogar noch ein, zwei, drei zusätzlich entfernte Szenen, die als Bonusmaterial ebenfalls enthalten sind, die habe ich vergessen, die sehen alle echt für ihr Alter richtig gut aus. Ja? Also das ist weitaus schärfer und farbkräftiger, als ich es ja, für möglich gehalten habe, beziehungsweise erwartet habe und auch, ja, als man es anhand des Trailers, der mit auf der DVD drauf ist, dann denken möchte. Also dieser Trailer, guckt euch den mal zum Vergleich an, falls ihr euch das jetzt holen solltet. Das ist wirklich grausam. Das ist sowas von stumpf, unscharf, verrauscht und blass dann auch. Oder eintönig, einfarbig. Das ist da, dagegen ist der Hauptfilm oder der eigentliche Film, das ist wirklich, den haben sie richtig schön gemacht. Ist im 2,35:1 Format. Weist jetzt nicht wirklich grobe Verschmutzungen oder Spratzer oder Pixel oder sonst irgendwas auf. Und gerade die Schärfe in Nahaufnahmen, die ist echt erstaunlich für so einen alten Film. Und auch die kräftigen Farben, die wissen zu gefallen. Also dieser Film wirkt jetzt einfach ein ganzes Stück bunter, als er vielleicht noch zu VHS-Zeiten gewirkt hat. Ich muss ja sagen, meine Erinnerung verschwimmt dann auch so ein bisschen, beziehungsweise ich könnte jetzt nicht genau rezitieren, ob hier und da ein Detail im Schatten verschluckt wird oder nicht. Ja, man darf sich davon jetzt nicht zu viel erwarten. Es ist nach wie vor eine DVD. Aber dafür, dass dieser Film so alt ist, macht er einen echt guten Eindruck. Und auch solche Probleme wie Ghosting oder so, die treten da wirklich nicht auf. Ja? Oder dass mal irgendwie Bewegungen unscharf sind. Das kann ja passieren. Das ist auch bestimmt hier und da auch mal der Fall. Aber überwiegend, weil das alles schön, scharf, stabil, ruhig und selten wirklich krass verrauscht. Im Dunkeln, ja, wenn Sammo-Hung am Lagerfeuer hockt und nochmal sinniert, ob er jetzt zurückfahren soll oder nicht. Da, ne, das ist schon alles andere als feingliedrig oder fein abgestuft. Aber auch darüber kann man hinwegsehen. Was halt nicht so ganz scharf oder eben wohlklingend ist, ist der deutsche Ton. Der ist dann doch... er klingt schon sehr alt. Ja, er klingt hier und da ein bisschen hallig, was nicht sein muss, in Mono. Was meiner Ansicht nach auch nicht sein muss, aber vielleicht war es auch nicht anders möglich, den Ton dementsprechend aufzuwerten oder zu retten. Und ja, hier und da kratzt es mal oder ist ein bisschen zu hell. Wenn man den Film auf Englisch guckt, klingt es alles ein bisschen sauberer, ein bisschen satter, ein bisschen ja, kompakter. Auf Deutsch, da muss man schon mal ein echt gutes Auge zudrücken. Aber auch da sage ich, okay, der Film ist 80 Jahre alt. Der Film ist halt über 30 Jahre alt. Dementsprechend kann ich da auch Gnade vor Recht ergehen lassen. Ja, und nur wie gesagt, die Untertitel, die sind halt wirklich, die sind schlimm, die sind schlecht. Die ergeben halt einfach stellenweise gar keinen Sinn, sind grammatikalisch vollkommen falsch. Und man fragt sich, warum man sich da nicht einfach nochmal 2 Sekunden mehr Mühe gegeben hat. Aber auch damit kann ich leben. Ich habe so halbwegs erahnen können, worum es geht, beziehungsweise ich habe schon eben verstanden, worum es geht. Und so kompliziert ist die Geschichte dieses Martial Arts Westerns eben halt auch nicht. Und ja, vielleicht konnte ich jetzt den einen oder anderen davon überzeugen, aber vor allem war es mir eine Freude, mal, ja, sich das alles von der Seele zu reden und mal so ein bisschen über einen Film sich auszudrücken, über den man sich schon so lange nicht mehr ausgedrückt hat. Deswegen ganz viel Liebe für diese ja, liebenswerte Rumpelkunst namens Shanghai Police, die wüsteste Truppe der Welt. Dankeschön und tschüss.